Leute, guten Morgen. Oh. Wir haben 10 vor 1. Ich mache mich jetzt fertig zum Einkaufen. Ich habe ja, glaube ich, gestern schon gesagt, dass ich diese Woche frei habe. Ich habe heute so schlecht geschlafen. Also ich war ja die letzten Tage komplett fertig, habe ich auch gesagt. Und da denke ich halt immer so an den Tagen, wo ich frei habe, dass ich ausschlafen kann. Und es ist auch so passiert, aber ich bin komplett fertig. Und nein, nicht deswegen, weil ich viel geschlafen habe, weil viel habe ich trotzdem nicht geschlafen. Weil ich schlecht geschlafen habe. Sondern einfach, ich weiß nicht, was mir los ist, bin irgendwie komplett mit meinen Kräften down. Ich bin um 4 Uhr morgens aufgewacht. Keine Ahnung warum, ich hatte irgendwie auch Schmerzen im Unterleib. Meine Tage haben sich um eine Woche verspätet. Gestern haben sie sich angekündigt, heute erst sind sie richtig gekommen. 4 Uhr morgens ist dann noch meine Binde verrutscht, als ich aufgewacht bin. Dann hat meine Mutter mich irgendwie um 10 oder nee, halb 10 oder kurz nach 9 hat sie mich geweckt. Ich habe mich erst jetzt angezogen und erst jetzt richtig fertig gemacht. Ansonsten bin ich so rumgelaufen wie ein Geist. Meine Schwester ist in der Schule. Und meine Mutter ist ja auch weg. Deswegen bin ich jetzt alleine. Sie hat mich gebeten einzukaufen. Beziehungsweise, was ist ja einzukaufen? Also Tomaten, Paprika. Und ein bisschen Brötchen zu kaufen. Und dass ich vielleicht noch einen Salat mache bis zu ihrer Ankunft. Oh Gott, ich bin so fertig. Ich kann nicht mehr. Das einzige Produktive, was ich heute in den Tag gelegt habe, ist geduscht zu haben, weil ich es auch seit 2 Tagen nicht mehr gemacht habe und es dringend nötig sein musste. Ich friere irgendwie gerade. Aber auch seit einigen Wochen jetzt weniger. Also, fast weniger gegessen. Also. Mal war es ja auch so, dass ich irgendwie wieder versucht habe, weniger zu essen. Dann irgendwie, das, als ich wieder nach Hause gekommen bin, losgegangen ist. Alter, ich kann die Kamera nicht hier stellen. Ja, jetzt versuche ich das mal, wo ich frei habe, ein bisschen. Ja, weil. Was sein muss, muss sein. Das war jetzt auch irgendwie richtig komisch. Irgendwie steht 19 Grad, irgendwie steht Regen. Als meine Mutter nach draußen gegangen ist, hat es auch ein bisschen geregnet, weil sie Regenschirm mitgenommen hat, aber. Es ist 19 Grad, so. Es ist gerade trüb und keine Ahnung, Leute, es ist gerade einfach alles so komisch. Leute, ich bin zurück. In der Sekunde, wo ich den Laden verlassen habe, habe ich eine Nachricht von meiner Mutter bekommen, ist der Salat schon fertig? Ich bin schon unterwegs nach Hause und ich dachte, die ist gleich da. Aber sie braucht noch so, keine Ahnung, 20 Minuten. Und ja, die wollte auch unbedingt einen Salat mit Ei. Das heißt, ich muss noch diese Eier kochen. Oh. So, die Eier habe ich jetzt zum Kochen hingestellt. Dann habe ich noch gesehen, dass wir eigentlich noch alles hatten. Wir hatten halt noch Tomaten und ein bisschen Paprika, aber so wie ich mich aus dem Halbschlaf erinnere, hat auch meine Mutter gesagt, dass das irgendwie zum Verwerten ist. Das, weil wir halt endlich jeden Tag Salat essen. Genau, wir haben hier eine gelbe Paprika gehabt, eine rote und eine grüne. Deswegen gibt es jetzt Frühlingssalat im Herbst, Winter. Das ist jetzt die Pronunciation. Leute, meine Schwester ist gerade duschen. Meine Mutter ist rausgegangen und sie hat gesagt, dass irgendjemand zu Hause bleibt. Also meine Schwester ist eh zu Hause geblieben, aber bin ich jetzt zum Beispiel duschen gegangen und keine Ahnung. Also auf jeden Fall hatte ich jetzt auch nicht groß Kraft rauszugehen. Ich glaube, man sieht das hier nicht, aber ich habe ja ein paar TikToks gedreht und so. Und gesehen, dass mein Auge, also das hier, ich weiß gerade nicht, ob das oder das ist, weil das ist ja immer verschieden, so Spiegelverkehrt und keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, dass ein Auge halt geschwollen ist. Aber irgendwie sieht man das hier nicht in der Kamera und rot ist. Das wird auf jeden Fall meine Müdigkeit beschreiben. Genau, in der Sekunde kam der Lieferant und hat unsere zweite Lebensmittelsendung für diese Woche reingebracht. Guckt euch das mal an. Also wir sind jetzt auf jeden Fall auf Online-Lebensmittelbestellungen umgestiegen, weil es einfach viel praktischer ist. Du müsstest dafür, keine Ahnung, wie oft reinlaufen, vor allem, wenn man das machen kann, warum nicht, ne? Also das kostet ja nicht extra, man muss einfach nur bei einer bestimmten Summe bestellen, ich glaube auf 49 oder so. Ist ja bei jedem unterschiedlich. Wir haben das jetzt eigentlich nur bei Rewe gemacht, weil bei Aldi gibt es ja keine Online-Hot Service. Allein auch in anderen Läden. Also wir kennen jetzt keine Ausrede. Wenn das jemand persönlich mag einzukaufen, kann man das hier machen. Aber es ist genauso wie
online shoppen, du verlierst halt einfach keine Zeit, sondern machst das einfach. Und das ist ja auch alles Schlepperei. Vor allem, weil wir jetzt auch kein Auto haben, immer noch nicht. Und das alles handgreiflich auszufüllen, ist halt einfach mühsam. Und der hat das auch alles hier reingestellt. Also der hatte hier so große, fette Kisten, hat das einfach hier reingestellt. Und ich musste schon hier die Tür zum Wohnzimmer aufmachen, weil es einfach gar nicht in den Flur reingepasst hat. Jetzt frage ich meine Mutter, ob ich das auspacken soll oder ob sie es selber machen will. Aber ja, auch so Haushaltssachen kann man hier bestellen. Wir haben uns ja auch gefragt mit den Eiern, ne, ob das geht, aber ich gucke jetzt mal nach, weil interessant, ob der das, ja, okay, diesen Teil. Aber wäre jetzt blöde, wenn da was nicht so gut gelaufen wäre, vor allem auch mein Opa. Wir haben die dazu überzeugt, als wir das letzte Mal bei denen da waren, keine Ahnung, letzte Woche, aber das war Samstag, glaube ich, ne, genau, dass die auch bestellen. Mein Opa war so ein bisschen dagegen, weil er das halt nicht mag, Vorrat anzuschaffen. Also ist genauso wie mein Vater, aber das ist nicht sein Vater, das ist der Vater von meiner Mutter, aber ist genauso wie mein Vater halt, dass er in dem gleichen Sinne tickt, dass er eben, wenn er was braucht, dann geht er schnell einkaufen. Und ich, also wir sind alle, ich, meine Schwester, meine Mutter, meine Oma so, dass wir es lieben, Vorrat zu haben, dass wir nicht, also, dass wir wissen, okay, wir können jetzt die Packung Milch irgendwie aufbrauchen und nicht darüber nachdenken, weil da hinten noch eine liegt oder so, oder im Kühlschrank steht und keine Ahnung, ist alles, was sowas anbetrifft. Und die mögen das halt nicht und deswegen waren die so ein bisschen dagegen, weil klar, wenn man jetzt so ein paar Sachen braucht, wird man jetzt keine Bestellung machen, weil dann müsstest du 5 Euro Versand zahlen oder so. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, wahrscheinlich müsstest du Versand zahlen. Und für 49 Euro einzukaufen, das müsste man schon viel in den Korb legen und manche Sachen vielleicht halt eben die, die du schon zu Hause hast. Und deswegen, keine Ahnung, er mag das auch halt auch selber, sich das alles anzugucken, war halt auch so ein bisschen skeptisch. Vor allem halt so mit Früchten oder Obst oder Kartoffeln und Eiern, ob die halt so frische Sachen reinlegen oder halt das, was denen halt in die Hände kommt oder so Restposten, die sie loswerden wollen. Aber jetzt zum Beispiel die Eier, ne? Ich habe jetzt nur eine Packung von 4 reingeguckt, aber die sind halt, ich meine, das wäre glaube ich auch ein bisschen irgendwie reklamationsbedürftig, wenn das so wäre. Ich glaube, da könnte man schon irgendwie was sagen. Aber ansonsten ist alles gekommen. Und auch endlich Magerquark. Ich habe mir eine gekauft vor einer Woche oder so, als ich bei Aldi war. Da kostet es irgendwie schon 2 Euro oder so fast schon. Und ich weiß nicht, wie viel das im Rewe kostet, wahrscheinlich genauso viel. Und ich habe mir das halt so ein bisschen aufbewahrt für die Tage, wo ich halt wirklich durchziehe, weil die ganzen Wochen jetzt davor habe ich das nicht gemacht und da war es, oder wäre es halt blöd, wenn ich jetzt irgendwie das anfangen würde aufzubrauchen und dann den Rest des Tages weiter fett fresse. Deswegen habe ich diese eine Packung hin und her gezogen, aber jetzt habe ich mir die irgendwie eine gekauft und auch Frischkäse. Also ich kann euch auch ein bisschen zeigen, was wir gekauft haben, falls es euch interessiert. Ich habe ja lange nicht mehr so wirklich lange in die Kamera gesprochen. Ja, so Haushaltssachen, beziehungsweise so, ja, wie sagt man, so Wäschemittel. Jetzt die Reiniger-Tabs. Was ist das? Irgendein Konzentrat. Guilty. Hier, also das ist ja alles so, wie ich sehe, nach Artikeln und, wie sagt man, nach einer Sortiment sortiert ist, keine Ahnung. Also hier sind auf jeden Fall Haushaltssachen, hier sind Lebensmittel auf jeden Fall, also Salami, körniger Frischkäse, Käse, körniger Frischkäse mit Käse. Hier ist, glaube ich, Schmand ist das, genau. Hier geht es weiter wieder mit Quark und saurer Sahne und Kochschinken und Matthias Willi Heringstücke, Wiener. Wieder Frischkäse, aber halt in Streichform. Geflügel, Mortadella. Hier sind Fleischsachen drin. Also einmal Schweinefleisch. Alles in Stücke. Und ein Hähnchenschenkel. Also 3 Stück. Eine Apfelpackung Radischen. Himbeeressig. Was ist denn das? Himbeeressig. WC-Reiniger. Ja, und Urinsteinkalkgläser. Das kann ich euch mal ein bisschen zeigen, damit man wieder mich sieht. Also wieder, was ich vorher gezeigt habe, 3 Packungen Eier.
hat eben Speisekartoffeln gerunken, dann hier zwei Packungen Wasser. Wie sagt meine Mutter? Digga, wir haben glaube ich 10 Packungen Milch zu Hause. Aber meine Mutter kommt. Cringe, da ist noch eine, oder? Oder ist es Saft? Ja, wieder Milch. 18. Achso, ich habe gerade 18%. Ja, 3 Packungen Milch, Rosenmehl, keine Ahnung, wie 4 Kilo oder so. Dosen. Also Mülltüte. Tüte. Wie viel ist da drin? Ah, ich glaube, wir haben noch hier die Tüte. Wie viel ist da drin, Leute? Leute. Oh, keine Ahnung. Bestimmt 4 Kilo oder so. Haushaltsschwamm. Wieder Spülmittel. Wieder 2 Müllsäcke. Dann hier. Wieder Spülmittel, das ist so ein Kalk, aktiver Powerpulver. Und dann, was ist das? 2x Küchentücher und 2x Toilettenpapier.